Hallo und herzlich willkommen auf Evo2K TV und herzlich willkommen zum dritten Teil vom NXT Takeover Phoenix Orakel. Wir sehen jetzt das Match hier zwischen Johnny Gargano und Ricochet. Es geht um den NXT North American Championship. Und ich betone auch mal wieder, wir haben ja einen Contest am Laufen hier. Evo2K TV versus Knights of Gaming. Also alles natürlich freundschaftlich, kein Hate hier oder so. Wir veranstalten, jeder im Viertelstundenrhythmus wird vom anderen dann das Video veröffentlicht von den Matches und auf Discord, auf meinem Discord-Server, der auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, habt ihr dann die Möglichkeit abzustimmen, welches Match euch vom Gameplay besser gefallen hat. Und dann machen wir am Ende eine Gesamtbewertung und gucken dann, wer gewonnen hat. So, Johnny Gargano auf jeden Fall auf dem Weg zum Ring. Und gleich sehen wir dann natürlich den NXT North American Champion Ricochet, aber dieser Moment gehört jetzt erstmal Johnny Gargano. Wo ich noch nicht so ganz schlau raus werde, was jetzt eigentlich so die Rolle ist von Johnny Gargano. Mal hat er irgendwie wieder so Face-Züge, dann hat er wieder Heel-Züge, also irgendwie, ich finde aber Tweener passt nicht zu ihm, meiner Meinung nach. Der ist für mich einfach der geborene Face. Aber gut, ist ja Geschmackssache. Sagen auch einige, so finden Elias super jetzt als Face. Ich finde ihn furchtbar. Ich fand ihn als Heel viel cooler. Einfach wegen seinen Anti-Lied-Texten, die er immer rausgehauen hat. Natürlich haben die Fans immer dann mit ihm mitgesungen und sind drauf eingegangen. Aber trotzdem. So, Ricochet. Mit dem krassesten Entrance überhaupt in WWE 2K19. So, nach diesem Video. Jetzt muss ich gerade rechnen. 12.15 Uhr. Jetzt, warte mal. Jetzt muss ich rechnen. Nicht, dass ich mich verzähle. 11 Uhr das. 11.15 Uhr. 12 Uhr. Quatsch. 11.30 Uhr. Also 12.15 Uhr seht ihr auf Knights of Gaming dann das Match zwischen Daniel und Michi, die gegeneinander gespielt haben online. Bei mir ist ja alles KI-Steuerung. Weil einfach ich finde, wenn ich hier spielen würde, wäre klar, wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier ein Ricochet nehme, dass ich dann auch mit Ricochet gewinne. Und ich finde es dann einfach als Orakel, wenn die KI das macht, dann doch etwas interessanter. So, 14 Zuschauer gerade auf Twitch. Ihr seid alle gegrüßt, ihr seid gerade alle auf YouTube. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder so, stellt sie gerne im Twitch-Chat. Ich werde sie dann beantworten, wenn sie mit dem Thema Wrestling zu tun haben. Gucken wir, ob da eine schöne Diskussion draus entstehen kann. Ja, Ricochet auf jeden Fall im Ring angekommen. Sieht schon cool aus mit dem Titel. Welche Soße finden? Der North American Championship ist einer der schönsten Gürtel, die es derzeit in der WWE gibt. Dazu zähle ich jetzt auch mal NXT dazu. Introducing the challenger from Cleveland, Ohio. Weighing in at 199 pounds. So, jetzt hat er der Knallflug geschrieben, dass er 11 Jahre alt ist. Kannst mal sehen, ich könnte dein Vater sein. Ich bin 31 Jahre alt. Introducing the champion from Paducah, Kentucky. Weighing in at 190 pounds. He is the NXT. Also darauf komme ich jetzt, aber letztens hat er geschrieben, da habe ich FIFA gestreamt. Hat er geschrieben, hey Bruder. Und ich bin immer total Fan von sowas. Also ich finde das total super, wenn jemand schreibt, hey Bruder. Da kann ich mich mit meinem Alter voll mit auseinandersetzen und identifizieren. Deswegen kam mir gerade so dieser Gedanke. So, auf jeden Fall. Der Gürtel wird hochgehalten. Dann schauen wir mal. Ich hoffe echt auf ein sickes Gameplay zwischen Ricochet und Johnny Gargano. Ah, los geht's. So. Reversal, der erste von Ricochet, aber auch Johnny Gargano. Und jetzt gibt's einfach mal Cat and Wrestling. Starker Beginn, das finde ich cool. Und wieder Cat and Wrestling hier. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Ich bin tatsächlich echt hier in dem Match, oh,
Ich glaube wirklich, Johnny Gargano wird in der Realität gewinnen. Das hätte ich eigentlich in den Orakeln eben auch mal sagen sollen, was ich glaube, wer die Matches gewinnt. Ich mache das jetzt einfach mal. Also ich denke, zwischen Matt Riddle und Cassius Ohno wird... boah, schwer zu sagen. Nach diesem Squash gegen Ohno müsste eigentlich Ohno gewinnen vom letzten Takeover. Ich denke, Matt Riddle wird wieder gewinnen. Weil ich so ein bisschen Eindruck habe, dass Cassius Ohno Chris Hero die Leute overbringen soll. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die War Raiders gewinnen werden. Und hier denke ich, Johnny Gargano wird gewinnen. Auch wenn Ricochet zu anders ist, aber man kann Gargano nicht schon wieder ein Titelmatch verlieren lassen, in meinen Augen. Aber ich glaube wirklich, diese Paarung, diese Konstellation, das wird echt heftig. Das wird, glaube ich, diese Match of the Year-Kandidat. Müssen wir eigentlich auch mal so Evoverse, Match of the Year. So, jetzt kommt die Frage vom Kneifro, was meine Lieblingsarena ist. Habe ich eigentlich keine. Das ist mir nicht egal. So, jetzt Gargano. Gibt Ricochet auf, aber ich denke nicht, das gibt eher einen Rope Break. Da ist die KI nämlich wieder ganz, ganz toll. Ja, jetzt haut Gargano an Ricochet vorbei. Und jetzt wird's gekontert. Gott, ich bin sogar älter als Ricochet ein Jahr. Ich fühle mich so alt. As I become more seasoned as a journalist, I grow more and more skeptical of internet darlings like Ricochet. Ricochet is now known as one of sports entertainment's preeminent high flyers, but considering his size and stature, Ricochet never thought he would actually be here, Byron. No, but Ricochet goes higher than the expectations, Michael. Ah, das ist schön hier, was wir zu sehen bekommen. Oh nein! Warum? Warum gibt's hier Oh nein! Warum gibt's hier Unterbrechungen? Warum kommt jetzt Almas? Och Mann, das macht das Match kaputt! Es macht das Match kaputt! Hat der Ringrichter nicht gesehen. Jetzt muss ich wirklich bei den Matches noch einstellen. Oh nein, eins, zwei. Ja, Gargano kommt zum Glück raus. Ich muss bei dem nächsten Orakel einstellen, dass Unterbrechung. Auch wenn sie natürlich stattfinden können, ausgestellt sind. Das ist ja mal richtig ätzend. Ich glaube, das wird gleich das Ende sein. Vor allem, dass Almas noch eingreift, ist ja der größte Bullshit. Aber jetzt Gargano. Und Ricochet. Kassiert er den Kick? Ist das jetzt der Three Count? Eins, zwei. Ja, Ricochet verliert seinen Titel nach dem Eingriff von Andrade Cien Almas. Wie schön. Ich habe mich so auf dieses Match gefreut, auch hier bei der KI. Und dann kommt Almas. Das Unlogischste überhaupt, nur weil es im Spiel so dumm ist. Ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Schade, aber wie gesagt, es ist ja das passiert, was ich dann glaube, was passiert mit das Gargano wirklich auch bei NXT den Titel holen will. Auf jeden Fall, ja Leute, es geht dann jetzt muss ich wieder überlegen, machen wir 11 Uhr, auf jeden Fall eine Viertelstunde nach Release von diesem Video seht ihr auf Knights of Gaming das Gameplay zu diesem Match. Schaut dort auf jeden Fall vorbei, joint dem Discord-Server und nehmt am Voting teil, welches Match euch besser gefallen hat. Ich bin jetzt raus, hoffe, wir sehen uns dann wieder beim nächsten Orakel. Dann sehen wir noch Shayna Baszler gegen Bianca Belair und dann im Anschluss, zum Abschluss natürlich Tommaso Ciampa gegen Alistair Black. So, ich bin jetzt raus, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.